Aber wenn man Milliarden investiert, dann muss einem doch irgendwann bei 50-60% Fertigstellung auffallen, dass man gerade einen Mazda baut. Der schießt hart gegen Dings, ne? Merkt ihr das gerade? Eigentlich nicht, aber ich bin so sauer auf die. Ich habe das Video alleine angefangen. Am Ende wurde aus einer Solo-Vorführung in Flotter 3. Guten Tag, Herr Gebauer. Hallo. Bitte ins Burger King. Hey, Lamborghini, stell die dort Dosenstütze. Das habe ich leider nicht verstanden. Haben die auch nicht verstanden mit den Sachen neu. Don't miss around. Oh! Oh! Er ist auf Betriebstemperatur her. Er lässt jetzt alles raus hier. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich als Autohändler eures Vertrauens will euch jetzt. Gentlemen, ein bisschen alltagstauglicher vielleicht für die Optik. Das ist böse. Also heute ist es endlich soweit. Ich habe beide Autos da. Ich habe es immer gesagt, ich werde erst dann einen Puro Sangue zeigen, wenn er mir gehört. Und jetzt gehört mir ein Puro Sangue. Und zwar ist es das Auto hier neben mir. Lasst uns einen Blick auf das Auto werfen. Wir haben ein 2024er Ferrari Puro Sangue in Schwarz. 23 Zoll Räder, einlackierte Ferrari Shields. Auch von innen ist das Auto komplett schwarz und böse. Und auf der anderen Seite haben wir den Platz hier. Einen Lamborghini Urus Performante. 2024 Auto in Weiß mit Vollcarbon, auch wieder riesige 23 Zoll Räder drauf. Und heute wollen wir die Frage beantworten. 6 Jahre nachdem Lamborghini sein Urus auf den Markt gebracht hat, hat Ferrari nachgezogen mit dem Ferrari Puro Sangue. Ferrari behauptet, das ist kein SUV. Die nennen das Ding sogar FUV, das Ferrari SUV. Aber ich sage euch, das Auto hat 4 Türen und soll dem Lamborghini Urus die Kundschaft streitig machen. Also ist es für mich ein SUV und heute haben wir den großen Test. 12 Zylinder, 6,5 Liter Hubraum, 725 PS gegen 8 Zylinder, 4 Liter Biturbo und 666 PS. Welches ist das bessere Auto? Welches Auto sieht besser aus? Welches Auto hat den besseren Innenraum? Welcher Wagen hört sich besser an? Und bei welchem Auto kriege ich einfach mehr für mein Geld? Lasst uns direkt bei der Front anfangen. Welches Auto hat das schönere Design? Man muss wirklich eins sagen. Lamborghini ist mit dem Auto vor 6 Jahren bereits auf den Markt gekommen, 2018. Im Gegensatz dazu hat sich ja Ferrari sehr lange Zeit gelassen. Wir haben Ende 23, Anfang 24 nun die ersten Puro Sangue auch endlich da. Und wir schauen direkt mal auf die Front. Beide Autos natürlich sehr geil. Die Front vom Urus Performante hat sich jetzt durch das Facelift wieder leicht modifiziert. Wir haben hier die Luftauslässe in Carbon, dann haben wir die Carbon-Motorhaube. Sieht schon richtig gut aus. Die Front ist jetzt aber auch seit Jahren bekannt. Die Front ist sehr markant, sehr aggressiv. Wir haben viele Y-Elemente in der Front. Und dann schauen wir uns mal die Front vom Puro Sangue an. Ja, die Front vom Puro Sangue ist natürlich, das ist das neue Gesicht, das New Face on the Block. Wir haben viel schmalere Scheinwerfer vorne, etwas runder alles, etwas schlanker, alles etwas moderner Design. Verwandtschaft zum 296 und SF90 ist natürlich da bei dem Fahrzeug, wobei der Wagen natürlich deutlich höher ist. Dann der Blick auf die Radläufe. Bei dem Urus Performante habe ich die Carbon-Radläufe, wie man es kennt. Es sieht sehr geil aus, riesige 23 Zöller. Beim Puro Sangue wieder ein ganz neues Design bei den Radläufen, muss ich sagen. Wir haben hier praktisch Lufteinlässe und Luftauslässe. Also da wurde optisch zumindest viel mit Aerodynamik gearbeitet. So auf den ersten Blick wirken die 23 Zöller beim Urus einen Tick größer als die 23 Zöller auf dem Ferrari. Beim Urus ist es ein sehr bekanntes Design mittlerweile. Alles sehr wuchtig, alles sehr kantig. Wir haben hier die Carbon-Seitenschweller bei dem Fahrzeug. Das Auto ist irgendwie zu kurz geraten, finde ich. Also der Urus ist 5,10 Meter lang und der Puro Sangue 4,90 Meter. Also wir haben hier knapp 20 cm Unterschied in der Länge und ich finde, das sieht man auch. Und ich gerade bei so einem Männerauto darf es ja nicht an Länge fehlen, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, das da, dieser Bereich sieht überhaupt nicht gut aus beim Puro Sangue. Irgendwie ist das zu kurz designt worden, finde ich. Gefällt mir nicht gut. Wenn ihr schon einen Viertürer baut, dann baut ihn doch konsequent fertig. Ja, dann steht auch dazu, sagt, wir haben ein SUV gebaut und nicht so, oh, das ist kein richtiges SUV und vielleicht ist es ja ein SUV, wir wissen es alle noch nicht so richtig. Ich gucke mit euch, ich lerne das Fahrzeug ja auch immer noch kennen. Also den Urus kenne ich ja in- und auswendig, den Puro sagen wir noch nicht. Man merkt, es ist ein deutlich neueres Auto, es ist ein moderneres Auto, wenn ich aufs Heck gucke. Ich sage einmal kurz Hallo. Hi. Na?
Gut, willkommen. Ich bin mitten im Videodreh. Ja. Soll ich dir was abnehmen? Ich habe dir was mitgebracht. Sehr geil, dankeschön. Ja. Die Kamera läuft schon, wie ich merke. Ja, ja genau. Wir nehmen überfallartig. Überfallartig. Parfum ist auch noch mit dabei. Ja, sehr geil. Hast du noch was? Das Auto vielleicht. Hast du so einen Bauchladen, den du öffnen kannst? Hi, willkommen erstmal. Wir drehen auch gerade ganz frischen Vergleich. Wir haben den Puro Sangue reinbekommen. Und was sagst du? Na, geht so? Ah. Ich habe einen bestellt, aber der soll erst 2026 kommen. Ja. Ja gut, ich sag's mal so, im Moment, ich thematisiere das auch, im Moment sind die ja wahnsinnig überlistet. Das finde ich total absurd. Aber ist schon gefallen. Ja gut, also ich kriege immer noch, mit 3 Anrufen kriege ich immer noch 900.000 Euro brutto für so ein Auto. Nee. Doch. Okay. Ja, also das kriege ich noch, finde ich total absurd. Es gibt Menschen, die bezahlen das. Ich würde es nicht bezahlen. Aber ich finde auch, ich stelle auch gerade die Frage, das kostet Liste 500 etwas Tausend. Ja. Das Auto kostet Liste 330.000. Mhm. Ja. Und was sagst du? Also ich meine, der wurde totgefahren. Den siehst du ja überall, weißt du, darum ist so ein bisschen. Ja. Aber ja, Puro Sangue, also ich habe den letzten, den ich so mitbekommen habe, da war irgendwie so 650 ja. VK. Ja. Aber kriege ich teurer weg. Ja, okay. Kriege ich teurer weg. Das, was du bei Uhren kannst, kann ich bei Autos. Okay. Und nein, also ich muss sagen, der Puro Sangue ist natürlich sehr cool, sehr vom Design. Was mich extrem stört, ist, ich finde, Marc, wenn du guckst, ich finde den bis zur B-Säule sehr geil. Ja. Ja. Danach sieht das Ding irgendwie aus wie eine, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wie eine nicht vollendete Geburt. Okay. Ja. Er ist 20 cm kürzer. Krass. Ja? Ich wollte das Auto für Victoria, für meine Frau haben. Ja. Da kann man dann auch einparken mit. Ja, warte. Das ist sehr geil. Das ist cool. Setz dich mal aber. Und ich habe den Vordersitz auf meine Größe eingestellt. Du bist 1,90 Meter? Ja, knapp. Ja. Das ist schon eng, ne? Beklemmend, oder? Mach mal die Tür zu elektrisch. Was ich gerade in meinem Video am Sagen bin, ist, Ferrari sagt ja, das ist kein SUV. Ja. Aber das Auto hat 4 Türen. Und das Auto soll, denke ich, auch definitiv die Kundschaft von hier drüben abgreifen. Mhm. Ja? Also, wenn ihr ein Auto mit 4 Türen baut, dann steht dazu, baut es konsequent fertig und sagt, wir haben ein SUV gebaut. Ja? Aber dieses, ich baue ein SUV, sag aber nicht, dass es ein SUV ist, weil ich nicht 6 Jahre später uncool sein will und das, was die anderen vor 6 Jahren gemacht haben, jetzt mache. Der schießt hart gegen Dings, ne? Merkst du das gerade? Eigentlich nicht, aber ich bin so sauer auf die. Ich finde, Ferrari baut geile Autos, ja? Wunderschöne Autos, ja? Bis zum 812. Also alles, was irgendwann mal beim 458 angefangen hat. California, 458, 488. Dann der Pista, der 458 Speziale, alles geile Autos. Der 812, 812 GTS, 812 Competizione, F12 TDF, alles mega Autos. Und dann haben sie wieder angefangen Mist zu bauen. 296, SF90, Roma Spider. Du merkst es auch daran, dass diese Autos nicht gefragt sind. Okay. Ja? Du hast all die Jahre über Liste die Ferrari-Modelle bekommen. Ja? Selbst für ein F8 hast du über einen Listenpreis bekommen. Ja? Ein 296 unter Liste. SF90, weit unter Liste. Also meinst du, der TaylorMade-Slot, der war nix? Was denn für einer? 296. 296, GTB oder GTS? Coupé oder Cabrio? Cabrio. Cabrio. Würdest du, wenn das Auto jetzt sofort da wäre, noch über Liste bekommen? So 10% über Liste ist das Auto wert. Du willst ihn ja bestimmt nicht direkt verkaufen, aber der Wagen wäre 10% über Liste wert, wenn er jetzt da ist. Wenn das Auto in einem Jahr kommt, ist das Auto Liste. Ja, das ist ja eh nur so ein Spaß. Ja, aber diese Hybrid-Geschichten und so, die kommen gerade nicht gut an bei Ferrari. Die tun sich keinen Gefallen. Das ist jetzt eine neue Generation, die eingeläutet wurde. Okay. Da läuft vieles nicht gut. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel für, es läuft vieles nicht gut. Aber Preis ist anders. Absurd teuer. Ja. Ja. Wo ist denn die Rechtfertigung, dass das Auto teurer ist als ein SF90 oder ein 812er? Momentan so der Vibe, wie bei Richard Müller. Ja, abgreifen. Ja. Abgreifen. Ja. Leute sind bereit, etwas mehr zu bezahlen, dann greifen wir es doch selbst ab, bevor es der Zweitmarkt macht. Aber ich bin so sauer, weil ich mich auf das Auto gefreut habe. Okay. Ja? Ja. Und dann, das Auto hat viele geile Elemente, auch der Innenraum. Ja? Ich zeig dir noch was. Wir haben hier ein Beifahrerdisplay. Okay. Es ist das größte, geilste Beifahrerdisplay, das man sich vorstellen kann. Bei Ferrari das Beste bis jetzt. Ja. Aber wir haben hier ein SUV. Ja?
Wir haben ja ein SUV, da sitzen auch Kinder hinten drin, die dann vorne drauf gucken wollen. Eigentlich ist das kein Beifahrerdisplay, das ist eigentlich nur ein Display, das irgendwann mal hier war, immer bei Autos. Ah, okay, haben die rübergezogen. Und das ist einfach rübergezogen. Mhm. Irgendwann hat man angefangen, Beifahrerdisplays zu machen. Das waren kleine, schmale Displays in den Sportwagen drin, wo der Beifahrer coole Informationen bekommen hat. Auf den ersten Blick sagst du, hey, geil, großes Beifahrerdisplay, aber auf den zweiten Blick denkst du dir, warum ist das hier und nicht in der Mitte? Mhm. Ja, ist ein valider Punkt, ja, weil in der Mitte, ja, okay. Also ich bin so mit dem Auto, das ist wie, ich hab den heute früh abgeholt. Ich habe den dann selbst überführt. Ich hatte jetzt mein erstes Date mit dem Wagen und ich bin so sauer nach dem Date. ich hoffe, dass du noch bessere Laune bekommst. Und lass uns auch direkt mal hinten reingucken. Der ist nicht so groß. Ich nehme das mal ab. Ja. Ja, Also wenn du jetzt die Klappe hier zumachen würdest. Das geht nicht. Wär's knapp. Wär's eng um mich. Aber auch hier. Jetzt laufen wir wieder rüber zum Urus, zum Big Daddy. Das Urus ist so, läuft immer noch, sagst du? Ja, Urus läuft. Es ist ja auch ein tolles Auto. Es ist für mich der geilste Daily. Jetzt sagst du, den hast du jetzt schon überall gesehen und jeder fährt ein. Ja. Ja? Stimmt. Ist der Überliste noch oder wie läuft das Ding? Ja, immer noch. Ja, 6 Jahre echt? Später. Also so ein Auto jetzt, der Urus Performante. Das Auto hat gekostet, Liste, 340.000 Euro. Wir haben hier Carbon-Dach, Carbon-Haube, alles drauf. Ja. Und verkauft habe ich den Wagen für 399.000 Euro. Gut, okay. Ja, ja. Ja, also ich habe ihn natürlich nicht zur Liste gekauft, ich habe auch über Liste bezahlt. Ja. Also jetzt wollen wir mal hier sitzen. Ja gut, das ist eine andere Nummer, ne? Wie viele Zentimeter fehlen da von der Gesamtlänge? 20. Boah, die merkst du schon, ne? 20 Zentimeter können viel ausmachen im Leben, du weißt. Boah. Und schau mal hier. Krass. Also hier könnte ich mich entspannt ausruhen. Das ist schon eine andere Nummer. Ich sehe das auch so mit der Preisbrille die ganze Zeit. Ja, ja. Wo ich mir denke, Leute, was ist denn los? Innenraum kommen wir gleich. Soundcheck machen wir auch gleich, wenn du schon da bist. Ja. Lackierte Ferrari Shields, sehr geil. Ziemlich groß, ne? Ja, ja. Sieht aber gut aus. Ja. Der sieht brachialer aus. Ja. Ja. Der sieht feiner aus, aber... Als ich den Wagen das erste Mal vor einem Jahr gesehen habe, ja, auf der offiziellen Präsentation, stehe ich so da, der Wagen wird enthüllt, ich gucke so drauf und denke mir, scheiße, die haben einen Mazda gebaut. Da war dieser Vergleich doch im Internet. Danach ist das vielen anderen auch aufgefallen. Ja. Ja, und dann gibt es diese Vergleiche, ja, mit dem Mazda und dem Ferrari. Es ist natürlich das deutlich teurere, deutlich wertigere, auch Aerodynamik und alles. Ja. Aber, das ist ein brutales Auto. Aber wenn man Milliarden investiert, dann muss einem doch irgendwann bei 50-60% Fertigstellung auffallen, dass man gerade einen Mazda baut. Aber, ich will noch was von dem bekommen. Ne? Ja, okay, ich meine, wenige davon sind auf der Straße momentan. Ja, ja, absolut. Es ist ein sehr exklusives Auto. Ja. Also, du fährst das exklusivste SUV gerade am Markt. Ja, ja. Ja, du fährst ein Ferrari, was ohnehin schon exklusiv ist. Ja. Du hast auch das neueste, modernste Auto. Man merkt auch am Design, dass da Jahre dazwischen liegen. Das wurde in einem anderen Jahrzehnt gebaut als das Auto. Stimmt, das wirkt alles auch ein bisschen Sieht kompakter. Man auch. Ich meine, selbst Porsche wird wieder kompakter, ne? Ja, ja, ja. Da kommt übrigens gerade Markus Rühl in seinem Aston Martin DBX. Da haben wir gleich die nächste Designbombe. Okay, komm, wir machen jetzt eine Sache. Okay. Ja? Nochmal. Okay. Optik-Check. Ja? Optik-Check. Ferrari oder Urus? Ich sag 3 und dann zeigen wir auf die Autos, dass wir mehr mögen. Okay. 1, 2, 3. Gut. 1:1. Voll peinlich, hey. Marc Gebauer ist da und ich habe eine Apple Watch auf der Hand. Ich wollte ja noch eine andere Uhr anziehen. Ich habe gar keine Uhr. Ne? Also darum. Ja. Das ist so, wie wenn ich zu Fuß irgendwo hingehe, dann sind auch immer alle irritiert. Der haut hier die ganze Zeit das Auto in die Pfanne, weißt du? Der ist hier die ganze Zeit gegen Ferrari am Schießen. Also ich sag mal so, es ist ein mega Auto, oder? Wie sieht es bei dir aus? Ich finde ihn geil. Ja? Ferrari ist Ferrari, weißt du, was ich meine? Einfach, der geht schon sehr hart ins Gericht. Na? Wir unterhalten uns mal hier. Also, Innenraum, was sag ich? Sehr futuristisch. Sag, was dich stört. Mich stört nicht viel im Innenraum. Okay. Guck mal, als erstmal, guck mal hier, Form. Ja, sehr geil. Dreieck hier. Spaceship. Spaceship. Hat was von Leder. Hat was von einem Alien-Raumschiff.
Also sieht sehr geil aus, sehr futuristisch, sehr modern. Okay. Also so stelle ich mir ein Spaceship vor. Ich finde auch, ja. Gut, wir lassen jetzt die Zeit laufen. Marc, du hast 60 Sekunden Zeit, deine Lordose einzustellen. Was ist das? Das Ding hier in der Sitzlehne. Ach so, okay. Genau, die Zeit läuft schon. Sitz vor, sitz zurück. Okay, warte mal. Nee, Moment, du machst das hier drüber bestimmt. Über das Lenkrad. Du mach mal, ich bin gleich da. Ich hol mal den nächsten dazu. Warte mal, nee, nee. Okay, wie kann man das Ding einstellen? Okay, das ist natürlich eine tricky Frage. Guck mal, Ferrari ist dafür bekannt, ich mach das jetzt verkaufen, okay? Guck mal, die gehen neue Wege. Man muss nicht immer alles gleich machen, okay? Deswegen geht man auch mal... Platz, wenn du schon da bist, dann bestelle ich mich hinten rein. Ich habe ja schon nicht wieder. Irritieren lassen. Guten Tag, Herr Gebauer. Hallo. Geht ihr ins Burger King? Wie geht's? Selbst? Schön. Die Runde wird immer größer. Schön. Ich habe das Video alleine angefangen. Das war ein Einsitzer hier, oder? Genau. Marc, hast du jetzt deine Lordose verstellt oder noch nicht? Nee, noch nicht. Marc hat gerade 60 Sekunden Zeit, aber ich glaube, er ist schon weit über seine Lordose. Also guck mal, ich sag so. Und das ist das, was mich gestört hat. Machst du aber die Spracheingabe. Das machst du über die Spracheingabe. Hey Ferrari? Oh nee, gibt's nicht hier. Ah, oh, okay, nee. Also, bitte formulieren Sie Ihre Anfrage genau. Lamborghini, spring da an. Hey Lamborghini, stell die Lordosenstütze. Okay, also ich glaube, guck mal, du sagst, du findest, weißt du, man muss auch mal neue Wege gehen. Ja, ja. Weißt du, also ich setze mich wieder dazu. Man denkt, das wäre hier an der linken Seite. Ja. Aber wieso mal nicht Sachen neu erfinden? Ja, ja, klar. Verstehst du? Ja. Und deswegen? Das habe ich leider nicht verstanden. Ja, haben die auch nicht verstanden, wenn Sachen neu erfinden. Don't miss around. Von daher, ich glaube, das macht man hier über den Computer. Ja, nein. Macht man nicht über den Computer. Ich kürze das ab. Ja, sag. Nee, mach weiter. Hier über das Panel? Ja. Okay, machen wir mal hier. Rädchen. Ja, machen wir. Krasses Feature erstmal. Sehr geil. Sehr krasses Feature. Vor allem während der Fahrt bei 190 oder 290. Er hatet dieses Auto auf die ganze Zeit. Okay. Nee, ich weiß. Aber du bist schon sehr nah. Hier? Ja. Ah, hier sitzt. Da. Ah. Emma, das ist doch viel besser. Das ist als am Sitz. Ne? Viel besser. Das ist doch viel besser. Wenn man es weiß, wie es geht, vor allem das Sitzmassage im Ferrari, ist das schon sehr geil. Das ist toll. Ja. Design ist geil. Ja. Sitzt du das erste Mal im Toresangel? Wunderschön. Hättest du gedacht, ich sitze das zweite Mal drin, aber hinten das erste Mal. Hättest du gedacht, da hat hinten mehr Platz, Markus? Ja, bin ich ganz ehrlich. Hätte ich auch gedacht. Ich habe gedacht, da ist ein bisschen. Und ich bin nicht groß. Und da sitzt es auf meinen, also guck mal. Also hier groß bin ich auch nicht, aber dick halt. Ne? Also ich bin schon mit meinen 1,73 hier so, dass ich so sitze. Aber also gut, es ist ja. Wie nennt man das jetzt? Sport-Utility-Vehicle, ne? Sport-Utility. Also Sport, ne? Ja. Ja, die Sache ist, ich reg mich so über das Auto auf, weil ich mich so über auf den Wagen gefreut hatte. Findest du gut? Ich finde, wenn man einen Viertürer baut, dann baut ihn konsequent. Ja. Dann sagt nicht, wir bauen ein SUV, aber es ist gar kein SUV. Wir wollen zwar von Lambo die Kundschaft abgreifen, aber wir tun so, als hätten wir was ganz Neues gemacht. Sondern dann konsequent. Also ich finde, komm, wir gehen rüber. Ja. Marc, du hast den Innenraum gesehen? Habe ich gesehen. Gut. Wie gefällt dir der Innenraum? Ich finde ihn sehr futuristisch. Schön, ne? Ich finde ihn super. Ja, also der ist schon high-end. Ja, es ist ganz neu. Man merkt, dass das Auto in einem anderen Jahrzehnt gebaut wurde. Die haben sich ja 6 Jahre Zeit gelassen. Er ist auf Betriebstemperatur hier. Er lässt jetzt alles raus hier. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Marc, nimm Platz und wir sitzen wieder in gleicher Konfiguration. Guck mal, aber das ist kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Das ist das schönste Audi RS Q8, in dem du sitzen kannst. Also das hier, wenn du daneben, also guck mal hier. Gut, ich sag nichts. Gut, aber doch nicht gegenüber dem. Nein, wenn du gleich vom Innenraum dem anderen einen Punkt gibst, dann verstehe ich das nicht. Bitte, zieh das mal rein. Darf ich Sie zur Sitzprobe bitten? Hinter Marc jetzt, der ist jetzt auch nicht klein, ne? Das ist der wahre Test. Boah. Und? Jetzt hast du mal einen dicken Sohn, ne? Hier ist wesentlich mehr Platz. Das ist erschreckend jetzt, ne? Hier ist richtig größer. Platz. Ja, unfassbar. Ja. Ich lag hier auch quer im Kofferraum drin und dort nicht. Mhm. Es ist halt, der Vergleich mit einem Urus drängt sich ja immer auf. Du bist ja jetzt auch mit deinem DBX da. Da wollen sie ja hin. Ja. Und deswegen, du kannst nicht über den Purus Sangre reden, ohne den Urus im Kopf zu haben.
Und wenn du halt immer wieder diesen Vergleich siehst, weil du, wie du sagst, Marc, das ist 2015. Ja. Ja? Das ist 2025 gefühlt. Ja. Ja? Das stimmt. Der Puro Sangre, aber dann sage ich jetzt auch wieder, ist zwar geil, dass beim Puro Sangre das Display hier ist, aber das Display gab es halt schon und das war halt in der Mitte früher. Mhm. Beifahrer-Display, ja. Der Preis ist natürlich ein Killer, ne? Klar, du musst jetzt, du zahlst über das Doppelte mehr. Ja. Ne? Das also wenn du ihn zum Listenpreis kriegst, zahlst du für das Auto 550.000? Mindestens. Ja. Und für das Auto zahlst du voll ausgestattet 340.000. Oh, okay. Das ist schon böse. Das stimmt. Ja. Und wenn du halt den Vergleich hast, über die Marktpreise, dass das Auto für 900.000, 1 Million Euro wiederverkauft wird gegenwärtig. Aktuell, ja. Wegen der Knappheit. Ja. Wie sieht es aus, wenn er mal 3 Jahre älter ist? Ich glaube, ich glaube nicht, dass in 6 Jahren ein Puro Sangre Neuwagen noch über Liste gehandelt wird, während das Auto 6 Jahre später immer noch über Liste gehandelt wird. Ist jetzt natürlich eine ganz krasse Prognose, aber würde ich jetzt vermuten. Lass mal Soundcheck machen. Okay. Soundmäßig. Den stellen wir dann auch auf Sport gleich. Ja. Finde ich gut. Es ballert nicht. Was, liegt an mir? Nee, du ballerst schon und das Auto ballert nicht. Ja, aber muss ja nicht sein, oder? Ja. Okay, du bist nicht zufrieden, hörst du dich nicht zufrieden an? Ja, ist gut. Okay. Ist gut. Ich sag's mal so, ich selber fahre als Daily noch, ich bin ja ganz klug. Ja, ich habe ja gesagt, komm, ich nehme mir einfach einen günstigen Urus. Ich fahre einen für 200.000 Euro mit 100.000 Kilometern. Okay. Das Ding hat eine Akrapovic-Anlage ab Werk gehabt, die jetzt schon 100.000 Kilometer runter hat. Also da hast du quasi blanke Rohre. Wenn du da Gas gibst, also bam, 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 bam. Okay, da knallt es anders raus. Lass mal drüben hören. Der knallt natürlich mehr, ne? Und was sagst du? Ich habe was ganz Böses gesagt. Oh Mann, ey. Ich habe beim Sound auf der Autobahn bei 180 was ganz, ganz Böses über das Auto gesagt. Du hast schon genug böse Sachen gesagt in dem Video. Du musst das auch noch verkaufen, ne? Habe ich schon, deswegen. Ich habe ja auch gesagt, ich kann, also wer es bezahlt, soll es gerne bezahlen, ja. Aber ich sehe nicht, warum jemand hier 900.000, 1 Million bezahlt. Das ist ja nicht wert. Wir starten mal das Auto, Leute. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Habt ihr sein Gesicht gesehen? Warte, wir sind jetzt fair. Wir stellen den jetzt auch hier auf Sport. Er ist schon anders. Ja. Oh! Oh! Warte, ich muss nochmal rüber. Nein, warte, wir machen das gleichzeitig. Markus bewertet. Er hört es sich von außen an und dann sagt er, welcher besser ist. Turbo gegen Sauger, ne? Ich gestehe, ich habe es auch gehört. Und? Haben beide ihren Schaden halt, ne? Ja. Das ist doch krasser, Mann. Findest anders. Anders, aber das ist doch... Guck mal, er will... Die waren beide nicht so gut. Beide waren nicht gut. Also beide waren nicht so... Und ich kenne mich damit nicht aus. Ich sage ehrlich, ich kenne mich damit nicht aus. Aber du sagst, der Ferrari, das... Ja, auf der Autobahn habe ich ihm gesagt, dass er sich anhört wie ein Staubsauger. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein Problem heute mit dem Wagen habe. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein tolles Auto, aber es ist aber so teuer, ne? Ich als Autohändler eures Vertrauens will euch jetzt... Ich stelle euch jetzt die Frage. Ja. Ihr seid zu mir gekommen. Ihr habt gesagt, du, ich brauche ein Auto für meine Frau. Ja. Ja? Ich habe euch jetzt beide Autos gezeigt. Ja? Also ich sag mal so, wenn... 550.000 und wir gehen nur von Listenpreisen jetzt aus. 550.000, 340.000. Guck mal, das ist eine Imagefrage. Ich sag dir ehrlich, normalerweise die meisten werden wahrscheinlich... für ihre Frau zu dem Auto. Ja. Nee, bin ich ganz anders. Ja, bist du anders? Ich würde das... Wo ist der sanftere Auftritt? Hier, 100% eben mehr Gentleman. Frau, ne? Gentleman, ein bisschen alltagstauglicher vielleicht, in der Optik. Das ist böse. Ganz böse. Hm. Guck mal, hast du auch hinten rausgelassen. Ja. Selten hat ein Auto so gescriptet. Der hat jetzt kein Kühlwasser mehr. Ne? Das ist raus, ja.
Also ich bin hierbei, ja. Aber natürlich Preis ist schon ein Faktor. Ne? Auch wenn du dir überlegst, du könntest den kaufen und noch ein Portofino oder nur den kaufen. Ja, das ist schon heftig, ich weiß. Ist, also, unter oder dem, ein Smart, wenn du mal einen Parkplatz brauchst. Ne? Genau. Unter dem Gesichtspunkt ist natürlich, ja. Aber sie haben sich damit auch gut eindeutig positioniert, ja. Weißt du? Ja, sie haben sich eindeutig positioniert. Die wollen auch teurer sein. Ich glaube, die Verkaufszahlen im Ferrari. Die wollen auch nicht mehr als 3000 Stück bauen. Das ist ja eine Cash-Cow bei Lamborghini. Also da hast du Exklusivität ganz klar hier. Ja. Moderneres Design hast du auch hier. Ja. Ja. Du hast auch 12 Zylinder. Fahrverhalten, was sagst du? Fahrleistung? Identisch? Also die 12 Zylinder habe ich nicht so gespürt, okay, beim Fahren. Also es war, was ich da etwas auszusetzen, das Lenkrad war mir etwas zu dünn beim Greifen, weil sie haben ja die Sportwagen-Gene übernommen, ja, und haben das Sportwagen-Lenkrad in den kleinen SUV eingebaut. Ja. Hat nicht ganz gepasst für mich. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das war, sah ein bisschen... Genau. Ja. Aber klar, du hast das... wie so ein Streichholz. Du hast ein extrem exklusives Auto, du hast ein limitiertes Auto. Hier hast du eine Cash-Cow bei Lamborghini. Produzieren, Geld verdienen. Mhm. Ja? Gut, jetzt verdienen die hiermit wahrscheinlich doppelt so viel. Vermute ich mal, dass du an einem verkauften Porus Sangre doppelt so viel verdienst wie an einem verkauften Urus. Ich kenne die Zahlen nicht, belehrt mich eines Besseren. Gut, du hast doch die Plattform hier schon gehabt. Ne? Die Entwicklungskosten waren natürlich wesentlich geringer. Ja? Ja. Das ist ja ein komplett neues Fahrzeug. Ja, wobei auch hier ja der Konzernbruder, der Touareg. Ja. Ja? Okay. Das waren alles auch hier Plattformen. Trotzdem, also sehr geil, futuristischer Innenraum. Ich glaube, wenn man sagt, du, ich habe zwei kleine Kinder oder eigentlich habe ich gar keine kleinen Kinder und ich will jetzt einfach nur sowas fahren, dann hast du hier das viel modernere, viel exklusivere Auto. Du hast auch 12 Zylinder, eine aussterbende Spezies, muss man sagen. Hier hast du 8 Zylinder. Wenn du ein bisschen mehr Alltag brauchst, ist, glaube ich, das richtige Auto. Wenn du einfach modern sein willst, exklusiv sein willst. Fazit ist so, ich glaube, du bist... Ich bin auf jeden Fall Team Porus Sangre. Du auch? Ja, ich bin Lambo. Lambo? Ich brauche ein bisschen mehr Terror. Ja. Dann... fahre ich jetzt mit Markus weg. Ja. Leid, Marc. Du hast das Auto alleine, alles richtig gemacht. Also, das war unser überraschendes Fazit. Am Ende wurde aus einer Solo-Vorführung ein flotter Dreier. Das sind die Besten. Ne? Genau, wenn es einsam beginnt. Wenn es einsam beginnt und mit Chaos endet. Das war unser Review. Ja. Gut, Kameras aus.